Herzlich willkommen zu WATV Eurospezial 2008, heute mit einer Spezialausgabe. Wir haben wieder eine Pressereise gemacht. Sie erinnern sich ja sicherlich, vor zwei, drei Folgen haben wir schon mal eine Pressereise gemacht ins wunderschöne Pinzgau. Diesmal waren wir im Pongau. Dazu später mehr. Zuerst erklärt uns der Anti Niederländisch. Holländisch. Herzlich willkommen. Hartelijk welkom. Hallo. Hallo. Servus, Baba. Tag. Bitte. Alsjeblieft. Danke. Danke, Uwel. Das war Niederländisch. Kommen wir nun zu der groß angekündigten Pressereise, die wir unternommen haben. Wir sind nach Bad Garstein oder so, ich kann es immer noch nicht aussprechen, gefahren und haben dort eine kleine Almwanderung gemacht zur Eröffnung des Almsommers und haben da unter anderem, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, die Miss Russia 1999 und die Miss Universe 2002 Oksana getroffen und sogar interviewt. Wir haben das Ganze da ein bisschen umfangreicher, war in zwei Teile geteilt. Heute kommt der erste Teil, der Aufstieg. Bitte sehr. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur, ich weiß nicht wievielten Ausgabe vom WATV Eurospezial 2008. Und wir sind wieder auf Pressereise. Heute hat es uns in schöne Bad Garstein verschlagen. Das ist irgendwo im Pongau, also auch... Nein. Bad Dorf... Gastein. Dorf Gas... Gastein. Dorf Gastein. Ja. Ja, irgendwo in den Bergen auf jeden Fall, in Salzburg, im Pongau. Und wir haben ein großartiges Programm bei dieser für uns individuell zusammengestellten Pressereise, exklusiv für WATV. Und ja, wir freuen uns und wir werden gleich abgeholt und dann geht es erstmal hoch auf die Hütte zum Frühstück. So, wir haben jetzt das Programm bekommen zu unserer kleinen individuell zusammengestellten Pressereise exklusiv für WATV Euro 2008 Spezial. Und ein Highlight jagt das nächste. Wir sind eingeladen zur Eröffnung des Almsommers. Da fahren wir dann gleich hoch. Da gibt es unter anderem Kuhwettmelken. Und es gibt Promi-Gäste, meine Damen und Herren. Einmal Olympiasieger und Weltmeister Felix Gottwald und Hans Gruger, beides irgendwelche Wintersportler, die mir völlig unbekannt sind. Des Weiteren Alexander Zickler, der hingegen ist mir bekannt, war mal deutscher Nationalspieler und Spieler bei Bayern München und ist jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei Red Bull Salzburg. Und es kommt Oksana Fedorova. Auf speziellen Wunsch von Bernhard, der sich besonders auf Oksana freut, stellt er sie mal kurz vor. Miss St. Petersburg 1999, Miss Russia 2001, Miss Universe 2002. Polizistin, Spezialgebiet, das schnelle Auseinandernehmen und wieder Zusammenbauen einer Kalaschnikow und Scharfschützin. Und verdammt heiß. Ja. Oksana, meine Damen und Herren, da freuen wir uns sehr drauf und ja, jetzt fahren wir hoch und gehen frühstücken, wie gesagt. So, wir sind jetzt hier oben auf irgendeiner Alm, an irgendeiner Almhütte, die da hinten, ich habe den Namen schon wieder vergessen, und da gibt es jetzt Frühstück und ja, schön hier, schwenkt doch mal bitte. So, wir haben jetzt reichhaltig gefrühstückt und sind total vollgefressen. Ist ja gratis, ist ja Pressereise. Und ja, jetzt gehen wir leider wandern. Anderthalb Stunden wurde uns gesagt, da hoch. Das gefreut mich gar nicht. Naja. Jetzt. Das muss. Wir haben die bereits die ersten 500 Meter oder 100 Meter hinter uns und ja. Mal schauen. Bis weiterhin, Aushalter. Kann nicht sprechen, muss atmen. So, wir sind jetzt gefühlte zwei Stunden unterwegs. Ich bin kurz vorm Tod. Und sie ist dafür verantwortlich, Christine, unsere Bergführerin. Wanderführerin. Christine, wie lange dauert es denn noch? Ungefähr 7 Stunden. Nein. Ich bin trag mich, Bernhard. Bitte.
Was willst du denn? Geht immer noch ganz wenig bergauf. Ja, als ich ein Kind war, da haben wir immer geästelte Äste genommen und haben sie in die Kuhfladen gesteckt und uns dann gegenseitig mit der Scheiße beworfen. Darum hat mich meine Mutter auch immer liebevoll Scheißkind genannt. Ja klar. Jetzt verlassen diese Verrückten aber noch den Weg. Wenn wir da bitte hin. Und gehen da hoch. Nein. Bitte Gott, nein. Das da vorne in dem blauen T-Shirt, das ist übrigens irgendein Skiarzt. Bitte Gott. Nur um das mal erwähnt zu haben. Lass ein Wunder geschehen. Wir werden dir mehrere Kirchen errichten. Kathedralen. Gott. Ich bin schon im religiösen Wahn. Wo ist denn da? Keine Ahnung. Du Scheiße. Sonne? Ich glaube, der ist tot. Zumindest riecht er so. Scheiß Beefgeräten mit aus. So, endlich holt unsere Wanderführerin, Entschuldigung, die Schnäpse raus. Ja! Vielen Dank. Bitte sehr, zum Wohl. Ah, fantastisch. Wir haben Spaß. Wasserkapelle. Yeah. Das war mein Todesläuten. Na, so schlimm ist es, oder? Na, schon. Nicht, gell? Na, ihr habt überhaupt einen Vogelbeitrag gebraucht, auch gar nicht beklagen. Ich nicht. Du wolltest keinen, oder? Na. Selber schön. Ja, du musst ja was. Gelobtes Gefälle. Okay. Ja, okay. So, wir hören jetzt schon die Musik von der Festivität, zu der wir unterwegs sind. Und gleich treffen wir Oksana. Und ich sehe aus wie Sau. Super. Kann ich bestätigen. Also ich meine, ich schaue auch aus wie Sau. So, wir sind jetzt fast da und was ist denn das jetzt genau, wo wir dann da hingehen? Genau, ihr seht da so die Sonnenschirme, das da hinten ist die Kögelalm, das ist unser Ziel fürs Erste. Und was gibt's da? Da ist jetzt die große Almsommereröffnung mit Musik und allem drum und dran. Und Oksana. Ja, das ist für euch mehr interessant, das wäre für mich. Mal schauen, dass ich zu meinem Mann komme, wenn die Dame da ist. Gell, da werden wir jetzt mal dann verweilen. Dann werde ich mich aber dann beeilen. Ja, eben drum springt man. So, wir sind oben. Den zweiten Teil gibt es das nächste Mal. Da werden dann die großen Fragen beantwortet. Werden wir Oksana tatsächlich treffen? Wird die Wanderführerin ihren Mann wiederfinden? Und gibt es noch mehr Schnaps für die freie Presse? Wir sind am Ende dieser ersten Spezialausgabe. Jetzt erklärt uns der Sascha noch die Hot Boys, die Sie ja schon aus der dritten Ausgabe kennen. Das war WATV Euro Spezial 2008. Ihr Arne Müsler. Oh Gott. Oh Gott, das ist... nee. Ich sag besser nichts Böses, weil die kommen aus demselben Stadtteil wie meine Freundin. Am Ende kann ich da nicht mehr hin ohne Bodyguards, also... Warum schöne Autos?